als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie dead. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie dead. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich.
knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich versprech's dir. Ich versprech's dir, Sam. Hey, sie hat das Gerät. Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Es mangelt mir an nichts. Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen. Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung, alles, was zum Herrschen vonnöten ist. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst?
leiste ich euch diesen Treueschwur. Als erste Sturmwache und General eurer Armeen werde ich euch vorbehaltlos dienen und das Land Yamatai sowie alle eure Untertanen beschützen. Ich werde den Rest meiner Tage an eurer Seite stehen und meinen Posten nur auf euren Befehl verlassen. Sollte ich in meinen Pflichten scheitern, ist mein Leben verwirkt. Mein Herz schlägt auf eure Anweisung. Ich atme, wie es euch gefällt. Von diesem Moment an unterstehe ich einzig euch.